Wie bekommst du deine Emotionen besser in den Griff? Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ich habe die Ehre, dass du deine wertvolle Lebenszeit und deine Energie hier aufbringst und diese mit mir teilst. Bei diesem Video, bei diesem Beitrag, in dem ich dir mit auf den Weg gebe, mit auf deinen Lebensweg gebe, wie du mit Emotionen besser umgehen kannst und wie du sie sogar für dich nutzen kannst. Hast du schon mal die Erfahrung gemacht oder hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum erfolgreiche, wohlhabende Menschen mit einer gewissen Gelassenheit durchs Leben gehen, eine Coolness, eine Ausgeglichenheit ausstrahlen und auch eine Sicherheit verkörpern, eine Flexibilität offenbaren und anpassungsfähig sind auf egal was für Umstände? Und dich gefragt, wie machen die denn das? Und auf der anderen Seite, du bist eher auf der anderen Seite und oft gestresst, verkrampft, unsicher, zerstreut, ängstlich, zweifelnd oder auch sogar zurückhaltend, dann bekommst du hier ein paar wertvolle Tipps, wie du es schaffst, erstmal zu erkennen und zu verstehen, woher diese Emotionen kommen oder woher dein Verhalten kommt und was du dagegen tun kannst. Stell dir mal vor, du bist als Selbstständiger unterwegs, du bist als Coach unterwegs, als Berater, wirst dein Unternehmen aufbauen, wirst deine Aktivität voranbringen. Du arbeitest an deinen Projekten, du arbeitest an deinen Aufgaben und an einem Angebot zum Beispiel, bist eigentlich motiviert und gibst Vollgas voranzukommen und trotzdem bleibt der gewünschte Erfolg aus. Irgendwann wird das Geld knapp, deine Gläubiger warten ungeduldig auf ihre Zahlung, auf ihre Rückzahlung. Und was macht das mit dir? Du fühlst dich gestresst, du bist nervös, du bist hastig und ja, es kommen sogar vielleicht Existenzängste auf bei dir. Dann liegt es daran, dass du als Kind vielleicht immer so erfahren hast, dass alles schnell gehen muss. Es wird dir gesagt, mach mal kurz, das geht ja ganz schnell. Oder deine Wünsche wurden sofort erfüllt. Alles, was du gesagt hast, wurde gleich realisiert. Auch sei es an Weihnachten oder an deinem Geburtstag oder schwierige Aufgaben, die auf dich zukamen, hast du nicht unbedingt gemacht oder erledigt, sondern haben andere für dich gemacht. Oder kennst du die Situation, dass du vielleicht schon online unterwegs bist, du nutzt Social Media und versuchst da Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen und zu bekommen, deine Reichweite zu vergrößern. Allerdings traust du dich noch nicht so, dich zu zeigen und rauszugehen. Und du sagst dir, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, das Timing ist noch nicht das Richtige, ich bin noch nicht bereit dazu, vielleicht morgen. Dann verspürst du dieses Zögern, diese Unsicherheit hast du in dir, diese Zurückhaltung und diese Angst vielleicht auch sogar vor Ablehnung, die hält dich immer wieder zurück, weil du auch früher erfahren hast, viel an Kritik, weil du anders sein wolltest und ihr wurde dir immer gesagt, nein, du, das ist nicht gut, du passt dich besser an, mach das wie die anderen auch so, das ist der sichere Weg und du musst perfekt sein, sei vorsichtig, pass auf, gib Obacht, geh ja kein Risiko ein. Dann passiert das, dass du anstatt dich zu versuchen, anstatt das auszuprobieren und zu machen und einfach mal zu experimentieren, sagst du dir, ich bin noch nicht so weit, es ist besser vielleicht, wenn ich mir noch mehr Wissen aneigne, wenn ich mir noch mehr Know-how zulege, wenn ich mich vielleicht noch mehr weiter fortbilde und noch perfekter, um noch perfekter zu werden. Oder du kennst die Situation, dass du online schon unterwegs bist, du versuchst Menschen zu helfen, einen Beitrag zu leisten und gleichzeitig auch sichtbar zu werden, aber auf der anderen Seite bekommst du einfach keine Reaktion, keine Antwort auf dich. Keiner interessiert sich für dich, du fühlst dich da irgendwie vernachlässigt, du bist verzweifelt, enttäuscht, du schämst dich ja fast sogar, dass du was machst, was keinen juckt und alle irgendwie ignorieren. Und irgendwie spürst du diese Stimme oder hörst du die Stimme in dir, die nur sagt, du kannst es doch nicht, du bist nicht gut genug, du hast es nicht drauf, du brauchst noch mehr an Reife, mehr an Input, dann zieht dich das immer runter und vielleicht bist du dann schon immer dabei zu überlegen, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterzumachen. Dann lass dir bitte sagen, du bist nicht alleine mit diesen Emotionen.
Denn deine jetzige Vision, dein jetziges Ich ist ein Resultat aus deinen Erfahrungen und aus deinem Umfeld, das dir immer eingetrichtert hat, du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, es muss schnell gehen, du bist nicht schlau genug, um selbstständig zu sein. Weil einfach diese Menschen, die dir das gesagt haben oder gedacht haben über dich, denen du über den Weg gelaufen bist, nie Geduld, nie Selbstständigkeit, nie Risikobereitschaft, Selbstvertrauen selber gelernt haben oder erfahren durften und diesen Mangel dann einfach an dich weitergeben, unbewusst und wahrscheinlich ohne dir damit wehtun zu wollen. Hast du schon bemerkt, hinter diesen emotionalen Reaktionen stehen meist hemmende Denkmuster, die aus früheren Generationen an dich vererbt wurden oder sie stammen von Erlebnissen aus deiner Kindheit, wo du zum Beispiel einer furchterregenden Person über den Weg gelaufen bist oder du hast einen Kinofilm gesehen, der dir Angst gemacht hat oder es kann auch später noch passieren, dass du wiederholt Informationen ausgeliefert wurdest oder warst, die immer wieder auf dich eingeprasselt sind, wie zum Beispiel durch Mobbing in der Arbeit, wenn man es jetzt mal extrem nimmt. Oder du wirst provoziert, du wurdest aufgezogen von anderen Kindern, sogar vielleicht sogar von deinen Freunden, die dich dadurch enttäuscht haben. Oder du wurdest auch von deiner Partnerin belästigt, was ja auch dem einen oder anderen mal passiert. Und wenn du heute dann noch durch bestimmte Worte, Geräusche, Bilder, Gerüche, Energien letztlich ja, angetriggert wirst, wie man so auf Neudeutsch sagt, dann passiert es so, dass dann einfach eine Schablone aufgrund dieser Wahrnehmung aufgerufen wird, die dich dann entsprechend reagieren lässt oder in Bewegung bringt. Letztlich bist du dann einfach ein Opfer gespeicherter Erfahrungen. Eins kann ich dir sagen, ich kenne diese Opferrolle nur allzu gut, die habe ich die meiste Zeit meines Lebens gespielt. Ich habe mich ständig von Kritik, von Maßregelungen, von Anschuldigungen, aber auch von Attacken, verbalen Attacken speziell, immer wieder runterziehen lassen. Die haben mich fertig gemacht, wenn ich auch teilweise von Menschen Depp, Idiot oder du kannst kein Geld verdienen mit Infos und deinem Wissen oder als Coach. Das hat mich sehr oft runtergezogen, emotional fertig gemacht. Ich war enttäuscht, ich war erledigt, ich habe mich verlassen und alleine gefühlt, weil mich keiner verstanden oder verstehen wollte. Und dann habe ich irgendwann mal mir die Frage gestellt, bewusst, wie will ich eigentlich Erfolg haben und wie will ich nach vorne kommen, wenn ich mich ständig dieser Opferrolle hingebe und mich immer von Emotionen ja, steuern lasse und Teil von dieser extremen Achterbahnfahrt der Gefühle und der Emotionen bin, ohne jegliche Kontrolle zu haben, wo diese wilde Hoch- und Tieffahrt überhaupt hingeht. Somit kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Wie kannst du dein Leben so gestalten, dass daraus aus dieser Achterbahnfahrt der Gefühle eher eine angenehme, genießbare Schifffahrt wird auf dem See, auf dem Meer, mit einem leichten Wellengang und das Risiko verringert wird, dass es dir manchmal sehr, sehr gut geht und aber andererseits auch sehr, sehr schlecht. Den allerersten Tipp, den ich dir geben will, ist das Erkennen. Das Erkennen bedeutet, welche Infos, welche Energie im Zusammenhang mit Wörtern, Bildern, mit Wahrnehmungen machen was mit dir? Welche Ursache und Wirkung haben bestimmte Situationen auf dich? Und welche rufen besonders extreme Reaktionen hervor? Also sprich, welche Situation reißt mich emotional mit? Welche schmeißt mich um? Welche stimmt mich positiv? Aber auch, welche bringt mich in den Fluss? Dass du mal genau schaust, was im Leben was mit dir macht und dass du dadurch diese Baustellen offenlegst, dass du immer in der Beobachterrolle bist und dass du eine Art Ursachenforschung betreibst, die dann auch dazu führen, dass du dich selbst findest. Als zweiter Punkt ist das Akzeptieren und das Respektieren zu nennen, denn alles, was du im Leben tust und dein Verhalten, deine Reaktionen, nicht nur deine, sondern auch die der anderen, wenn du die ohne Bewertung und ohne Beurteilung anschaust, dann wirst du hochstimmiger, hochschwingender, dann fallen dir Dinge einfach leichter. Auch wenn du sagst, alles ist interessant, es ist nicht gut oder schlecht, es ist einfach nur interessant. Und zum Thema Respekt, dass du dein Leben auch respektierst, dass du deine Lebenszeit respektierst, dass du deine Erfahrung respektierst, indem du mit Stolz und Anerkennung diese betrachtest und dir einfach auch sagst, ich bin stolz darauf,
auf das, was ich mache. Ich bin stolz darauf, was ich erlebt habe und auf mein Leben generell. Drittens ist das Vergeben und das Loslassen. Versuch, alle schmerzhaften Erfahrungen, alle schmerzhaften Erinnerungen, alles, was dir wehtut, immer noch, wenn du daran denkst, dass du dir dafür vergibst, dass vielleicht eine Entscheidung die falsche war, dass du aber nicht auf dein Herz verlassen hast. Das ist was Wichtiges und auch dir selbst gegenüber zuerst mal und auch anderen gegenüber, dass du ihnen vergibst für die unterschätzte Macht und Kraft, die sie in ihren Gedanken, in ihren Worten, in ihren Taten dir gegenüber mit Langzeiteffekt teilweise auch unbewusst hervorgerufen haben. Vergib ihnen dafür und du wirst sehen, dass es wird dir eine Last vom Herzen fallen. Und was auch im Zusammenhang steht mit dem Thema Loslassen, lerne es einfach nicht, keine Erinnerungen zu vernichten, sondern es geht darum, die Emotionen, die schmerzhaften Emotionen, die in Verbindung stehen mit diesen Erinnerungen, einfach loszulassen, wegzugeben ins Universum. Am besten schreibst du das mal alles auf, was dir schmerzt, was du nicht mehr haben willst. Schreibst du auf den Zettel und dann verbrenne ihn in der Zeremonie einfach mal. Das würde ich dir vorschlagen. Nummer 4, das Positivieren. Wenn du noch negativen Glaubenssätze in dir trägst, wenn du noch negative Einstellungen dir gegenüber hast, dann schreib dir alles auf einer Liste, was dir einfällt, was so kommt, was aus dem Herzen sprudelt. Stell dich vor den Spiegel zweimal am Tag, best morgens und abends, und lies es mit einem Auge 6-mal vor, diesen Satz, den neuen positiven Satz, und 6-mal auch mit dem anderen Auge. Dadurch verinnerlicht es und kannst die negativen in die positiven Glaubenssätze über dich umwandeln. Das andere ist, bei erhaltener Kritik kannst du zum Beispiel sagen, anstatt du gleich emotional wirst, kannst du sagen, das ist gut. Musst es nicht unbedingt sagen, aber zumindest denken, das ist gut. Und vielleicht, was habe ich falsch gemacht oder wo ist bei mir, was ich ändern kann, was kann ich besser machen. Und zum anderen kannst du auch sagen, hey, danke schön für diese Reaktion, danke für deine Meinung. Hat mir wieder was gebracht. Der fünfte Punkt, um mit deinen Emotionen besser umzugehen, ist das Teilen. Teilen insofern, dass du, wenn du dich emotional mitgenommen fühlst, dann such dir einen Fels in der Brandung. So bezeichne ich einige von meinen Freunden, die stabil sind, die offen sind und die emotional meist vielleicht positiv gestimmt sind, die mir eine objektive Meinung geben zu meiner emotionalen Lage und mit denen du dich austauschen kannst, was auch den Vorteil hat, dass du deine soziale Bindung zu ihnen vertiefst und verbesserst. Mach das am besten baldmöglichst, damit deine Emotionen weiter fließen dürfen. Punkt 6. Wie kommst du dazu, deine Emotionen auch zu behandeln, indem du sie rauslässt, indem du das Ventil einfach mal öffnest? Das geht am besten mit Sport oder Bewegung. Allerdings immer darauf achten, dass du es ohne Stress machst, ohne Druck und also sprich nicht im Wettkampfmodus. Als Alternative zum Sport und zur Bewegung, zum Rausgehen an sich, kannst du es in der Wohnung auch mit Schütteln probieren oder Trampolinfedern, was deinen Körper dazu bewegt, seine Zellen in positive Schwingung zu versetzen. Und darauf kommt es ja eigentlich letztlich an, die positive Schwingung wieder zu erzielen. Kommen wir zum Punkt Nummer 7. Du kannst deine Emotionen auch als Antrieb oder als Stimulator nutzen. Die meisten Menschen machen es leider unbewusst, weil sie erst darauf warten, dass sie in dieser Stress-, in dieser Angstsituation sind, wenn es darum geht, Geld zu gewinnen, Geld zu verdienen, weil sie zu hohe Schulden haben, weil ihr Kontostand niedriger und niedriger wird. Andere wissen, dass da, wo ihre Ängste liegen, ist auch ihr größter Entwicklungspotenzial. Und weil sie wissen, dass sie dadurch aus der Komfortzone kommen und dadurch erst Dinge erreichen und viel größer werden, als sie jemals waren. Kommen wir zum Punkt 8 und zum letzten Punkt, dem Entbinden und Verbinden. Entbinden bedeutet für mich, dass du rausgehst aus der Identifikation und aus der Integration von Emotionen, indem du dir bewusst nicht mehr sagst, ich bin müde oder ich bin ängstlich, sondern du sagst dir da anstatt dessen, mein Körper ist müde oder ich spüre Angst oder ich nehme Angst wahr. Verbinden bedeutet für mich, dass du, wenn du mit Emotionen in Verbindung kommst, wenn du in Kontakt mit ihnen kommst, dass du diese Tiefs und die Hochs nicht mehr extrem lebst und erlebst,
sondern dir sagst bei Übermut und Euphorie, hey, wie komme ich wieder runter? Weil die können nämlich auch energieraubend wirken. Und dass du dich eher konzentrierst auf deine Traumziele, auf deine täglichen Beiträge, sprich auf den Prozess, den du durchläufst und der dich zum Erfolg führt, indem du dann wieder Spaß findest an deiner Arbeit, indem du Spaß findest am Tun und dadurch kommst du wieder zurück in den Moment, dadurch lebst du wieder den Moment und mit der Folge, dass der Stress, dass der Druck sinkt und du dich einfach wieder erfüllter fühlst. Abschließend will ich dir noch mitgeben, dass du immer die Entscheidung trägst und du die Wahl hast, wie du mit den Emotionen umgehst, aus Liebe zu dir und aus Liebe zu deiner Umwelt. Denn willst du eher sein wie ein Schwamm, willst du die Energie speichern, meist den mentalen Müll von anderen, der sich über Jahre angehäuft hat in dir, der manchmal verheerende Langzeiteffekte hat auf dich, die du aber, wie ich schon gesagt habe, über erkennen, über akzeptieren und über loslassen wieder auflösen kannst. Oder wirst du wie Terminator oder wie ein Roboter durchs Leben gehen, der eiskalt ist, an dem alles abprallt, der emotionslos ist, gefühlslos und dem auch alles egal ist, was dann eine eher ja, unmenschliche und asoziale Wirkung auf dein Umfeld, auf deine Mitmenschen hat. Denn Menschen wollen ja emotional verstanden werden. Oder du entscheidest dich dafür, wie Wasser zu sein, da Energie fließen muss, weil das Universum in einem ständigen Fluss ist und einem andauernden Veränderungsprozess unterliegt. Gibst du dich dieser Energie, dieser höheren Macht hin, übernimmst Verantwortung, was für Energien durch dich durchfließen, was sie mit dir machen und versuchst, sie möglichst positiv zu gestalten und zu nutzen. Und jetzt auch die Frage zu stellen, gehört diese Energie, die ich jetzt spüre, dieses Gefühl, das ich habe, gehört es wirklich zu mir oder gehört es nicht zu mir? Denn generell gilt für mich, ohne Klarheit und ohne inneren Einklang kann man nicht in Erfüllung leben. Wenn dir das Video gefallen hat und was gebracht hat, dann hinterlasse dir bitte ein Like, einen Kommentar auch gerne, wie du mit Gefühlen, mit Emotionen umgehst und was sie mit dir machen. Abonniere gerne auch meinen Kanal und leite es an Leute weiter, die auch emotional Energie agieren, die nicht wissen, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen können oder sensibel sind generell. Und dann da bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei allen und deinen Unternehmungen. Bis dann, ciao.